Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Teil MechWarrior 5 Mercenaries. An sich Teil 3, aber irgendwie auch Teil 2, weil der zweite Teil, den hatten wir quasi aufgenommen, gestreamt. Aber ich hatte da Schlüssel falsch eingestellt, hin und her, der hat das auf jeden Fall nicht gespeichert, bla, Video weg, alles doof. Deswegen haben wir quasi hier letzte Tage ein ganzes Stück gezockt und dabei schön gelabert, sind auch ein gutes Stück weitergekommen und ja, aber Pech für'n Arsch, könnte man sagen. Aber halt nicht ganz, weil ich konnte zwar nicht den letzten manuellen Spielstand laden hier, aber einen Autospielstand und der ist knapp davor, bevor wir nämlich hier unsere Lanze ein bisschen aufgerüstet haben oder unsere Mechs, mal kurz hier auf die Star Map geguckt. Ihr seht, wir sind jetzt gerade hier unten schon. Hier oben in der Nähe ist jetzt demnächst nämlich eine Kampagnenmission. Wir haben auch so einen Funkspruch zwischendurch gemacht, haben da nochmal was extra bekommen. Und die Sache ist, bisher sind das ja hier unsere Mechs. Blackjack haben wir geholt, sehr geil, weil endlich mal ein zweiter mittlerer Mech. Aber das System, was wir hier geentert haben, also diesen Industrial Hub, da gibt es einen Enforcer und einen Hunchback. Und ihr seht den Preis, das ist eigentlich relativ günstig und wir haben 8 Millionen. Deswegen werden jetzt mal, okay, ihr seht auch hier 25% Preisnachlass, weil wir sind ja schon Hero hier bei Haus Davion. Deswegen kaufen wir mal direkt den Enforcer und den Hunchback. Und zwar ist das Ding, ein Hunchback, ein Enforcer ist ja schon nicht schlecht, hat eigentlich AK-10, seht ihr da unten AK-10, Large Laser, Small Laser und ich meine Sprungdüsen, 50 Tonnen. Ein Hunchback hat eigentlich eine AK-20, zwei Medium Laser und Small Laser. Und Hunchback, haben wir hier festgestellt, ist super geil in dem Spiel. Also der kann richtig viel Zeug mitnehmen, der hält ganz gut was aus. Und dementsprechend werden wir die jetzt gleich auch mal hier aufrüsten und aufwerten. Ich hatte mich ja immer hier drüber beschwert, dass man bei dem Spiel, dass der zweite Spieler quasi nichts machen kann, so. Außer seinen eigenen Mech einstellen. Das stimmt aber gar nicht mehr genau. Man kann dem jetzt auch Rechte einräumen, dass er zumindest hier in dem Mech-Hangar irgendwie mit rum vorwerken kann. Und ja, da wollte der Manni, der ist nämlich natürlich mal wieder dabei hier gerade. Ne? Seht ihr hier vorne auch, da. Servus, servus. Jetzt auch hier mit leicht geändertem Namen, liegt daran, dass nämlich so auch, heißt der YouTube-Channel genauso oder ist das so ähnlich? Manni Online Racing, MOR heißt er. Wird auf jeden Fall mal auch in der Beschreibung noch mit verlinkt, wenn das Video hier online geht. Und dann könnt ihr auch da mal reingucken. Er macht nämlich so ein bisschen hier Autorennfahren, also Assetto Corsa Competizione. Und dann hier so richtig auch mit Pro-mäßig, also so Liga-Rennen, dass das auch alles gewertet wird. Und das ist eine ganz ausgewählte Fahrerschaft und bla bla. Das wird auch auf Twitch übertragen teilweise. Und so, da sind wir schon mal auf einem ganz anderen Level, ne? Nicht hier Need for Speed Heat oder so. Genau. Need for Speed Hot Pursuit 2 von bin ich der Kopf. 94 oder so. Ja. Ja, okay. Also auf jeden Fall, ihr seht das mit den Mechs. Wir werden die jetzt mal eben fertig machen. Ich weiß nicht, willst du hier auch mit rummachen? Oder oh, ich habe hier gerade schon irgendwo was Grünes gesehen. Wo war das denn? Ich habe den Blackjack, ah, ja. Und die Spider schon so. Ja, ich habe mir gedacht, der Virus-Kram, also ich bin gerade dabei, die Lackierung so ein bisschen anzupassen, aber Virus finde ich gar nicht so schlecht, passt ja auch so in die Zeit gerade, aber das ist mir noch nicht markant genug. Und ich finde das halt blöd, wenn man unsere Mechs nicht sieht, weil der Gegner soll schnell zu uns hinlaufen und kaputtgeschossen werden. Damit das alles ein bisschen zügiger geht, das ist eine sehr gute Idee. Ja, ganz genau. Und ich habe mir jetzt gerade die Karte, die Farbenkodierung an, ja, gemerkt und die würde ich jetzt bei jedem Mech so machen. Ist das für dich okay, oder? Das ist super. Dann mache ich mal in der Zeit eben hier Reparatur und Ausrüstung. Also zum Beispiel der Jenner war ziemlich im Sack, habt ihr gerade gesehen. Waren Arme, alles ab, alles kaputt. Den rüsten wir jetzt einfach wieder aus, denn der funktioniert ziemlich gut auch für die Lanzentypen hier, also für die Piloten, die mitlaufen. Und ja, jetzt kriegt er hier einfach wieder ein paar Waffen. Da hat er eine SRM-Ammo. Dann kriegt er. Ah, okay, wir haben gerade keine. Moment. Genau, nicht, dass ich mich wieder selbst verarsche mit dem Valid Only, aber nee. Kriegt er jetzt halt nur die hier. Und dann packen wir ihm noch mehr Panzerung drauf. So. So, das ist doch gar nicht schlecht. Jenna, den nehmen wir als Reserve. Spider müssen wir auch nur reparieren. Ja, ist schon geil mit dem Virus-Ding hier. Voll die nee, Puste. Schneefall. Ah, okay, ja, dann ist ja alles gut.
Ja, und jetzt gucken wir mal. Der Handspeck natürlich richtig geil. Problem ist, wir haben hier den, der quasi die Standardausführung ist. Das heißt, der hat tatsächlich nur echt wenig Waffenaufhängung. Also der hat halt hier einen großen Ballistik-Slot, also wo wirklich alle Arten von AK reinpassen. Dann hat er in den Armen jeweils hier einen Medium-Energy-Slot, aber da passt halt nicht wirklich ja viel was rein. Also ein Large Laser zum Beispiel schon nicht. Und im Kopf nur ein Small-Energy-Slot und das war's dann. Also ist zwar natürlich geil mit der AK-20, AK-20 BF hat er sogar, aber man kann halt auch nicht sehr viel anderes mit dem machen. Deswegen, ja, gucken wir auch mal, dass wir den jetzt so nehmen. Ich glaube, einen Flamer hatten wir gedacht mal im Kopf, ne? Ja, genau. Flamer im Kopf. Dann hier die beiden Heatsinks, die vorher kaputt waren. Pass auf, ich mach Sind das sogar anders. Die noch da. leichten Mechs, die haben Schneefalloptik, die sehen so echt hier, beschieß mich. Und die mittleren oder schweren Mechs, die kriegen ein anderes Skin, nämlich Gebirgslinie. Ja, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. So, dann machen wir so. Oh, es sieht aber eigentlich sogar ziemlich geil aus, finde ich. Also der Handspeck hier. Ja, das sah nämlich bei dem Handspeck eigentlich gar nicht so geil aus. Und ich dachte, das passt eigentlich ganz gut. Da kann man ja eigentlich gucken, die Farben kann man ja beibehalten. Aber das Blöde ist, man muss halt die. Was ist denn der Centurion? Ist der Mittel schon, ne? Ja, ist genau wie Handspeck, 50 Tonnen. Dann kriegt der Gebirgslinie natürlich, ne? Ja, sicher. Was Blöde ist, man kann dieses Farbprofil irgendwie nicht speichern. Ich habe mir zum Glück die Farbnummern aufgeschrieben. Sonst würde ich mich hier Ja, da in hatten wir einem Tod letztens ein suchen. bisschen mal rumgeguckt. Das ist natürlich echt blöd, dass das nicht so ohne weiteres da geht, aber. Ah, der Centurion sieht auch geil aus. Mit dem neuen Skin. Ja, ich guck gleich mal. Ich guck mal eben. Okay, den Enforcer lassen wir jetzt einfach erstmal so. Ach ne, hier genau. Wir nehmen die Jump Jets raus und dann kann der nämlich mal ein bisschen mehr Panzerung kriegen. Hier guck ich mal. Ah ne, ist ein Small Energy Slot natürlich nur. Okay. Bleibt das so. Das Coole ist, wenn man die Farben eingestellt hat, dann und dann die Skins ändert, dann nimmt er die Farben mit. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ja. So machen wir das. Das ist doch gar nicht. Wobei er hat echt wenig Munition. Ne, wir geben ihm lieber noch zweite Totten-Muni. So, weil das ist die Hauptwaffe hier noch den Large Laser. Small, ja, keine Ahnung, ist halt so mit dabei. Aber ist okay. So, das heißt, wir haben nämlich hier jetzt im Prinzip schon eine komplette mittlere Lanze, ne, bestehend aus eben dem Centurion, Enforcer, Handspeck und Blackjack. Dann haben wir noch als Ersatz, oder je nachdem, wie die Missionen sind von der Tonnage, man kann ja nicht immer alles einsetzen, haben wir halt eine Spider, Javelin und Jenna vielleicht. Und den Locust Heuschreck hier ist so ein bisschen so der Ersatz-Mech. Ich finde das echt immer faszinierend, auch hier auf diesem Screen, wenn man hin und her schaltet. Eine Spider ist jetzt auch nicht groß, aber wenn man von der Spider dann zum Heuschreck geht. Also geil, wie klein der ist. So, ich bin durch mit den Skins. Ja, sehr gut. Reparaturaufträge sind auch alle durch. Dann können wir im Prinzip. Kannst im Hangar gucken, wie die aussehen. Oh ja, das machen wir doch mal. Hab ich. Ah, geil. Sieht nicht schlecht aus, ne? Ja. Also war ja auf den Bildern schon cool, aber hier im Hangar. Ja, das ist doch fett. Also wie gesagt, hier das Futter quasi mit Punkten. Ja, Und genau. die Und die großen geilen. quasi. Bei dem Centurion ist geil, weil nämlich das Armschild auch in Blau ist. Jo, stimmt. Und Das die ist echt Waffe ist ganz noch so ein cool. bisschen mit Gelb, also das ist echt cool gemacht. Ja. Gut, ihr seht es hier oben. Wir müssen weiterhin unseren Ruf quasi erhöhen. Ist jetzt gut Kohle draufgegangen. Ich guck mal Pretty, ganz sir. kurz noch Let's nach get to work. Piloten. Hier ist ein 31er, I den will nehmen wir be mal winging mit. and I'll hold you down, Commander. I've trained for this. Und dann gucke ich mal eben, ob wir. Nee, genau, wir haben nicht wirklich großartig was zu verkaufen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen Kohle machen. Und ja, jetzt ist im Prinzip nur die Frage, ob wir in ein Vierer- oder in ein Fünfer-Gebiet reinfliegen. Was meinst du? Ich kann leider die Karte nicht sehen. War da nicht noch irgendwie so ein Auftrag, den wir machen mussten, oder? Ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon gemacht. Hatte ich nämlich auch Ach gedacht. so. Ich kriege hier aber angezeigt hier. Ach nee, das ist eine Kampagnenmission. Das sind immer mehrere aneinander dran.
Also so nacheinander quasi. Wie ist das denn mit dem Vierergebiet? Grenzt das an das Fünfer an? Also die sind, wir sind quasi unten in der Mitte und schräg links von uns, so auf 11 Uhr ist das Fünfergebiet und ich sag mal so auf 2 Uhr ist das Vierergebiet. Das ist beides gleich nah im Prinzip. Also. Dann lass mal gucken, wie Vierer läuft und wahrscheinlich kommen wir gut klar. Dann können wir gucken, ob wir vielleicht schon früh in Fünfer kommen und dann gucken, wie es läuft. Ja. Weil die Mechs, die wir haben, die sind ja nicht schlecht. Wir haben, glaube ich, drei mittlere Mechs, ne? Ja, vier sogar. Also im Ah, Blackjack vier ist ja auch sogar. schon gut. Ja gut, dann müsste es eigentlich ja gut gehen. Ja. Müssen wir auch Wenn gucken wir. von der Tonnage, ne, ob wir die überhaupt alle einsetzen können. Ja, das ist dann schon eher die Grenze. Ist ja dann schon mal nicht schlecht. Ja. Deswegen gucken wir mal hier. Hier haben wir jetzt ein Assassination Contract, einmal Defense und einmal Warzone. Warzone hat die höchste Schwierigkeit. Nehmen wir die mal, weil wir sind ja hier noch auf Vierer Mission. Der Handschmeck 12. hat hier AK-20 behalten. Ja. Ja, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, anders gemacht, aber testen wir jetzt erstmal. Okay. Ja, weil der hat ja so wenig Waffenaufhängung, das ist ja das Problem gewesen. Wir haben 12 Beuteanteile, das ist ziemlich geil. Zweimal Versicherung, dreimal Kohle, also kriegen auch 500.000 an Kohle schon so. Können aber nur 160 Tonnen mitnehmen, sagt er hier. Tja, da müssen wir jetzt natürlich schon gucken, ne? Ich könnte 5 Tonnen nach oben gehen, wobei der Blackjack gefällt mir eigentlich ganz gut. Den behalte ich, glaube ich, erstmal. Naja, ich könnte theoretisch den Handspeck probieren. Wir könnten einem von den beiden Typen hier, weil das sind beides 30 Tonner, einer kann wieder den Jenner kriegen. Ja. Hier, wir haben noch einen Piloten, der so geil war. Also einer ist auch voll abgegangen mit Kniegas. Ich glaube, der Typ hat den Javelin, ne? Achso, auch einer mal voll in die Gegner reingelaufen. Ja, das Weiß noch stimmt. nicht, welcher das war. Ortiz hat 5 auf Energiewaffen, deswegen ist das schon mal geil auf dem Javelin. Und ich nehme mal den 31er auf die Spider und dem geben wir aber. Ach nee, Jenner ist noch ein Reparatur und Handspeck und Enforcer. Okay, müssten wir ein bisschen warten. Oder wir starten jetzt Aber einfach 5 so. Tonnen ist ja jetzt nicht so. Ja, genau, machen wir einfach so, das wird schon. Ist geil mit dem Malschema. Ich bin mal gespannt, wie die jetzt als Lanze, wenn die alle so zusammenstehen, aussehen. Ich habe mir auch schon eins ausgesucht, was für einen schweren Mech dann kommt. Ah, geil. Weißt du, was cool wäre? Bei MechWarrior Mercenaries 7 oder so, wenn sich VR mehr durchgesetzt hat und man könnte dann tatsächlich, wenn man den Centurion spielt, den linken, also den, der doch den linken Schildarm als Schutz tatsächlich wie hochnehmen oder so. So stelle ich mir das eigentlich bei so einem Mech-Piloten eher vor. Hier ist schon ein Dropship rechts. Ja. Es gab ganz früher mal tatsächlich solche Pods, wo dann VR-mäßig man Battletech zocken, also MechWarrior zocken konnte. Das war aber irgendwann, glaube ich, End-80er oder so. Also wahrscheinlich ganz High Quality alles, ne? Aber Naja. vom Prinzip ging es schon mal irgendwann in die Richtung, dass die so mit VR und richtig mit so Cockpit nachgebaut und so, dass die da mal geguckt haben. Na, VR vielleicht eh nicht schlecht hier, ne? Ganz interessant. Wenn du so richtig in dem Ding so drin sitzt. Weil ich meine, du hast ja hier, wenn du ein bisschen nach unten guckst, siehst du ja auch einen Teil vom Cockpit. Das ist ja ganz cool immer. Ja, also das Spiel bietet sich ja eigentlich dafür an, ne? Ja. Jetzt kommt er wieder mit einem doofen Flammenwerfer, der Drecksack. So. Okay, 15 Ziele müssen wir kaputt machen. Nein, wird schon Oh, irgendwann und an der kein, die Zeit. Basis countet nicht, das ist schon mal gut. Guck mal, da vorne ist ein mittlerer Mech. Ist, glaube ich, ein Assassin, der für uns mitspielt. Oder? Oh. Ja, kann sein. Okay, das war ein Ziel. Das Der Gelb Rest. könnte ein bisschen heller sein, ne? Im Spiel sieht das nicht mehr so hell aus. Das ist ein Spider. Könnte man ja vielleicht mal anpassen, ein bisschen. Ja. Ein Spieler. Bin dran. Aber die KSR, die schießt echt schnell, ne?
Okay, da drüben zwei neue Mechs. Spider. AK-2 ist hier sehr geil, die haben eine Wahnsinnsreichweite, machen halt leider nicht so viel Schaden. Ich habe ein YouTube-Video gesehen, da geht es um die Nvidia-Einstellung. Ich habe das tatsächlich mal ein bisschen angepasst und das ist echt ein bisschen mehr schicker, muss ich sagen. Kann ich das Video mal weiterleiten an dich? Vielleicht auch mal reinziehen. Das gilt nämlich für Grafikkarten, die sogar irgendwie 6 Jahre alt sind oder so. Ich glaube, deine, die ist da auch mit bei, die kann schon bestimmte Funktionen, also bei der Grafikkartengeneration geht das wohl los, wo man bestimmte Einstellungen auch machen kann. Deswegen ist das vielleicht gar nicht schlecht, so ein bisschen rumoptimieren. Kann ja nämlich auch teilweise mehr auf Leistung gehen, also ein bisschen Qualität weg, aber Leistung höher. Wäre dann vielleicht manchmal auch nicht so schlecht. Ja, könnte man ja mal gucken. Da hinten ist der nächste, ein urbaner Mech. Dann schick die anderen doch auf den Typen da, auf den anderen Mech. Ein Kommando. Fünf Stück noch, dann haben wir's. Ich habe relativ viel Schaden schon. Ja, ich habe sogar viel mehr so. Aber nicht der Waffenarm, sondern genau der andere. Noch ein Urban Mac. Haben welches weg? Okay, das war's. Können wir abbauen. 400 Meter ist direkt hier nebenan. Jo. Vielleicht kriegen wir einen Urban Mech, das wäre geil. Ja, der muss wohl auch so ein total geiles Cockpit haben, also wo so Zeug hier, Wunderbaum drin hängt und sowas. Ja, es gibt so ein Special-Ding sogar, ne? Irgendwie mit so, einer besonderen Bewaffnung oder sowas. Ja, er ist ja auch ein geiles Ding. Das ist halt eher für den stationären Kampf, ne? Ja, ich meine 30 Tonnen nur, aber dann eine AK-10 oder es gibt ja auch die Variante mit der AK-20, ist natürlich schon fett. Deswegen muss man eigentlich immer direkt kaputt machen, das Ding. Ja. Aber wenn der sich so angeschlichen kommt da, ne? Ja, da ist er doch, geil. Zwei Stück sogar. Ja, können wir auch beide nehmen direkt, ne? Ja. Spider, ja, mach doch mal. Ja, wobei eine Spider und ein Dings wird nicht passen, ja, dann müssen wir beide Urban Max nehmen. Wobei die eine Spider schon mehr wert ist als beide Urban Max zusammen hier, ne? Ja. Ja, ich weiß nicht, wolltest du mit dem Urban Max spielen oder? Ja, können wir so eine Verteidigungsmission mal machen. Können wir echt mal mit so einer AK-20 machen oder so? Ja, okay, nur zwei Urban Max. Ja, Schäden sind gut. Dann können wir direkt, ja, reparieren wir direkt hier und starten nochmal den nächsten, ne? Ja. Ist ja auf jeden Fall echt machbar hier, also die Vierer-Missionen sind auf jeden Fall machbar, könnte man dann wirklich bei den Fünfern dann mal gucken, ja, Urban Max sind voll im Arsch, Waffen kaputt, die müssen wir dann mal drüben reparieren im Industrial Hub, denn da haben wir auch gar nicht genug Waffen für. Hatten wir die neue Farbe auf. So, hier haben wir, ja, können wir aber nicht viel machen. Oh geil, wir können hier für so Piraten spielen, aber das geht dann gegen Haus Davion. Oder wir können für Haus Davion
wahrscheinlich gegen Piraten spielen. Ja, machen wir das hier. So, da können wir nämlich wieder geil, wieder 12 Beuteanteile. 160 Tonnen, selbe Spiel wie gerade, oder? Ja. Warte, ich bin die Farben am ändern. Jetzt kann man hier noch Jenna einsetzen. Ja, das könnte ehrlich gesagt ein bisschen schicker sein. Einfach hier bitte das Profil laden und fertig. Vielleicht ja. Geht das sogar, aber auch keine Ahnung wie. Man kann so. Hier Max kaufen, aber wir haben eh zu wenig Kohle gerade. Firestarter und Assassin gibt es. Javelin Spider nicht so spannend. Naja, du hättest noch 1 Million mehr für, wenn wir den die Urban Max verkaufen würden, ne? Naja gut, warte, ich guck mal kurz. Können ja jetzt von so einer Verteidigungsmission notfalls mit den beiden dann machen. Ja. Naja, 579.000 gibt es hier für einen Urban Mac. Also haben wir 1 Million, wenn wir beide verticken. Wahrscheinlich, weil die so kaputt sind, haben halt keine Waffen und so, ne? Ja, aber machen wir erstmal die Mission hier, haben wir alles kaputt. Komisch, bei dem Handspeck ist gerade die Lackierung weg gewesen. So. Dann noch meine kleinen Mülleimer hier. Die sind doch eh erstmal hier. Noch Reserve. Aber vielleicht springen wir dann echt nach der Mission nochmal ins Industrial Hub, machen die fertig und springen dann in das Fünfergebiet. Dann können wir nämlich mal mit etwas geileren Max spielen, also mit wirklich 4 mittleren oder so. Und 2 Urban Max. Naja, klar. Der ist ein leichter Mac, ne? Ja, ja. Okay. Ja, sehr schön. So. Zack. Sehen die nicht schön ja, aus? Ja, mega. Also das Gelb ist jetzt noch heller, also wissen wie so Neongelb. Ja, ja, gleich mal in der Mission gucken, weil das wirkt ja echt, wie du gesagt hast, im Hangar und hier auf dem Bildschirm ganz cool, aber wenn man dann in der Mission ist, wieder ein bisschen dunkler. Hm. So, Auftrag. Ach, du wartest schon. Okay. Schon ein bisschen geil aus. Beschieß mich, beschieß mich. Reactor online. Ich wollte Sensors erst noch rot online. Anstatt blau nehmen, aber ich dachte, naja, komm, ist ja ein bisschen. Hey, ist das schon geil, so. All systems nominal. So, was müssen wir machen? B okay. Für Map drücken. Ja. Unten rechts den zuerst, ne? Jo. Hier, der Blackjack, der kann sich auch ziemlich weit drehen, kann das sein? Ja. Kann mehr als bis zu 90 Grad, oder? Richtig, auf jeden Fall. Ist echt ganz cool. Jo. Da oben ist das schon, aber man sieht noch nichts. Da oben, Panzer. Okay, hier ist nichts, aber jetzt Panzer. Ja, wir können ja eh hier geradeaus weiter und dann nach vorne links hochgehen quasi. Ja.
Ja. Rechts. Jo. Also KSR hat mich echt dran gewöhnt mittlerweile. Schon echt gut. Das ist ganz geil. Ich finde eh, wenn man sich hier auf so Waffensysteme eingeschossen hat quasi, dann läuft das auch ganz gut. Weil die ja halt schon echt unterschiedlich sind. Also von der Fluggeschwindigkeit und irgendwie auch wie die treffen, finde ich. Ja, deswegen. Ich komme mit den AKBS, komme ich generell gut klar. Mit den normalen AKs schon wieder nicht mehr. Weil das irgendwie dauert das länger. Bis das Ding im Ziel ist. Ja, mit am geilsten halt Medium Laser, ne? Weil schön, also ihr seht das ja hier, wenn ich die alle vier gleichzeitig schieße, die sind alle auf einem Punkt und das ist schon geil. Ich habe die KSR und die 2M Laser auch alle auf eine Taste drauf, da kommt dann direkt ja 50 Schaden durch die 2M Laser. Ich weiß jetzt nicht, wie viel die KSR macht. Aber kommt gut was durch, ne? Geil, sind schön jetzt hier die Dinger vor mir gespawnt. Ich habe es nicht gesehen, weil ich wollte schon auf der Map wieder gucken, wo es weitergeht. Auf einmal. Ich denke schon, was beschießt du mich? Ja. Okay, aber dann gehen wir da runter. Auch übrigens geil, hier die ganze Zeit. Ach ja, nee, war der falsche Punkt. Jetzt sind wir das ganze Ding in hier abgelaufen. Naja. Ja. Hinter uns die PPK. Hinter dir vor allen Dingen. Irgendwas kommt da. Sieht nach Panzern aus. Ich glaube, das ist eher Panzer da. Okay, der ist weg. So, ich sehe noch keine Gegner. Jetzt. Was ist der Carrier? Er ist weg. Da ist ein Mech. Shadowhawk, ja, den könnten wir uns mal geben für heute. So, ein zweiter Mech, ein zweiter. Jetzt kommt der Shadow auch raus. Ein Spider ist fast. Ein Spider ist weg. Weg, hier ist ein Dropship über uns. Ja, schön gesehen. Ja. Spider und Locust. Kacke, ich bin total überhitzt, ja. Na, ich musste gerade auch Pause machen.
auf mein Stückchen. Jenna ist ziemlich im Sack. Jawohl, sehr schön, KSR, bam. Mhm. So, 780 Meter zu dem Punkt. Ich lauf mal, ne? Jo. Du kannst auch die beiden Kleinen auch befehligen, die sind schneller da, ne? Ja, nur da sehe ich den Punkt ja nicht, also muss ich hier, jetzt sehe ich ihn gleich erst. Ja, aber Ansatz. Ja. Die schöne Lackierung hier zwar ein bisschen beschädigt, aber keine schlimmeren Schäden an dem Mech, also von daher, so ist eigentlich ideal. Ich denke mal beim Sinner ist irgendein Arm ab wieder oder so. Ja. Aber egal. Jenner ist vielleicht besser im Player, ne? Also im Spieler. Ja, wobei da kommen schön die billigen M-Laser rein, die mit null Dings und dann einfach go. Wobei eben, wenn der Spider halt nur hat, dann ist er noch wesentlich weniger anfällig, ne? Mhm. Er ist dann geil mit den vier M-Lasern im Torso, ne? Ja. Aber wenn der Torso im Arsch ist, ist meistens das ganze Ding im Arsch. Okay, Spider können wir erbeuten. Ach ne, Javelin ist das mit dem vier, ne? Ja, ja, stimmt. Spider hat zwei im Torso. Den nehmen wir. Heatsinks. AK5? Ah ne, Heatsink geht schon nicht mehr. Ja, ein ganz viel. Ja, ja, die AK5 statt der LSR10 vielleicht. Einfach weil man so vielleicht mal eher noch ein. Wobei die hat keine Dings, ne? Ah, nimm die LSR mit. Nuller Wertung, ja. Okay, kohletechnisch auf jeden Fall ganz gut. Schadenstechnisch, ja, Jenner wie gedacht, Arm ab und auch im Center aber sogar Schäden. Aber nicht so schlimm. Springen wir mal zum Industrial Hub. Hier wird jetzt sogar ein Rare Mech angezeigt. Springen wir also dahin. Hm. Reparieren da alles und dann gehen wir mal ins Fünfergebiet. Ja. Mal eben einmal auf der Video läuft. Sieht aber so aus, als würde es gehen. Ja, ist doch gut. So, Rare Mech, eine Crab. Auf cool. 4,6 Millionen. Da müssten wir ein bisschen was verkaufen, ne? Ja, okay. Wir haben Spider und zwei Urban Mechs, ne? Wird genau passen wahrscheinlich. Ja. Spider und weg. Vielleicht den Jenner. Ja, Jenner, ja stimmt, da müssen wir nicht mehr reparieren und der ist echt teuer hier, 1,4 Millionen. Ja, komm, weg damit, wa? Mhm. So, Jenner weg, jetzt haben wir 5,8 Millionen. Ich könnte, ja okay, also die Crab können wir auf jeden Fall kaufen. Blackjack gibt's noch, Firestarter Javelin. Du musst nur gucken, in 80, also 79 Tagen werden 300.000 fällig, da dürfte man jetzt nicht so weit springen halt, ne? Ich guck mal, ob wir noch ein bisschen Inventory hier verkaufen können, zum Beispiel hier diese AK-5. Ja, Urban Max sind noch da, ne? Ja, ja, könnte man auch noch machen. Oder einen zumindest. Wir sind ja gleich bewaffnet. Ja, reicht. 6,7 hast du jetzt schon. So, dann ja, nehmen wir die Crab mit, ne? Mhm. Weil die ist immer geil. Genau, und ihr seht hier, ne? Komplett Energiewaffen. Zwei schwere Laser, einen mittleren leichten. Und das Ding ist komplett fertig und repariert. Also, bam. Jetzt muss nur noch der richtige Anstrich wieder drauf. Mhm, bin schon dabei. Das ist ein mittlerer Mech, ne? Ja, 50 Tonnen, genau. Echt 50, keine 40? Nee. Wie Handspeck und ähnliches. So, ich guck mal hier beim Urban Mech. Ah ja, das sind hier die AK-10 Varianten. Ah, okay, und in die Variante passt auch tatsächlich eine AK-20 nicht rein, weil es ein Medium Ballistic Slot ist. Ja gut, dann bauen wir einen halt mit AK-10 mal. Billo. Wir haben doch einen Piloten, der gut eine Laserwertung hat, ne? Den könnten wir in die Crab setzen. Ja, im Prinzip schon. Komisch, dass aber die Variante, die wir da haben, jetzt 49,98 Tonnen hat, ne? Das ist immer wegen der Panzerung. Wenn man auf Maximalpanzerung klickt. Ja, aber hast ja nichts eingestellt, oder? Ach so, nee, okay, dann vielleicht, weil es rare oder so ist, keine Ahnung. Hm? So, hier mal eben gucken.
Also so der Urban Mac hier ist totale Kacke, weil der, man kann dem im Prinzip nur Heatsinks mitgeben, deswegen hatte der auch so viel. Und es passt halt nur die AK-10. Habe ich noch eine Tonne extra Munition gegeben, hatte er vorher nämlich nicht. Jump Jets rausgenommen, maximal gepanzert. Okay, geiles Teil. Den einen, ja, den anderen mache ich dann gar nicht erst fertig, den verticken wir dann nachher. Ja. Okay, hier ist die Crab in der Lackierung, sieht eigentlich echt geil aus. Crab sieht eh ganz cool aus, finde ich. Ja, sieht schon echt wie so ein Grabmech aus, so, so ein bisschen so ein Warzenschwein-Mech oder sowas. So, jetzt gucke ich mal eben hier. Hier ist Warzone und Black Market und hier ist ein Defense. Gehen wir erstmal hier in Defense und danach springen wir ein, wobei das ist von den Kosten das gleiche. Gehen wir mal hier hin und das andere ist dann direkt daneben. Ist dann jetzt 5er-Bereich. Also ich erhoffe mir ja, dass wir da dann vielleicht so 200er-Drop-Limit haben oder sowas, dass wir dann auch wirklich die ganzen Max mal einsetzen können. Dann können wir alle auf einmal stellen, ne? Ja. Natürlich mal ganz cool. Ah, wir haben sogar 50 Dollar. Mal auf den Black Market. Ein Trebuchet gibt's hier, auch 50 Tonner mit fett LSRs und so, aber ja, kostet 5,6 Millionen und nee. Ja. Das ist jetzt, okay, hier gibt's nur einen Contract, Warzone, 15er Schwierigkeit. 10 Beuteanteile, mehr geht leider hier nicht. Dann haben wir hier, machen wir mal so Versicherung und da Kohle. 160 Tonnen aber auch nur. Tja. Was machen wir da? Können wir jetzt dann im Prinzip nur die Spider noch? Ja. Also ein Javelin wäre nicht schlecht, ne? Der ist echt gut bewaffnet. Ja, hier bei dieser Springen F, tut also der Typ der Spider auch nicht. Ja. Ich guck mal eben. Vor allem in beiden Mechs sehe ich gerade, sind die Sprungdüsen auch noch drin. Das heißt, man könnte sowohl bei der Spider als auch beim Javelin die Sprungdüsen gleich mal rausschmeißen. Und denen dann noch mehr Panzerung und sowas geben, ne? Ja. Ich gehe mal mit der Crab. Ja. Ja, dann. Ready. Warzone. Also ist wieder so ein Punkt, aber ohne Prozente. Also eigentlich easy. Mhm. Ja, ist immer sehr angenehm auf jeden Fall. Ja, ja, so ein Javelin, der wäre echt nicht schlecht. Und dann auch gleich die wirklich die Jump Jets rausschmeißen, aufpanzern. Ja, allzu viel geht da wahrscheinlich nicht mehr, weil der hat halt nur 30 Tonnen. Also die sind schon immer ja relativ beschränkt in dem, was sie dann können. Ja, aber hey, der hat mehr Waffenaufhängung als der Enforcer. Naja, ja, stimmt. Also Schaden macht er theoretisch mehr. Wenn es um die DPS geht, weißt du? Ja. So, gucken wir mal. Ja, hier, die Crab ist wie eine Corvette, weißt du, mit so einer ganz langgezogenen Schnauze. The battlefield is up ahead. Enemies will be relentless on this front, so take care not to overextend your stay here. But if you do stick around, our employers are offering a competitive combat bonus if we can continue to hold off enemy forces past our negotiated timetable. Oh, und die schnell, ne? So, 80. Oh, das ist schneller als der Centurion. Ja. They've detected your presence, Commander. Oh, 16 Gegner. I'm seeing multiple tangos on scope, converging on your current position. Spider habe ich, der ist voll auf mich zugelaufen. Ein S-Laser ist doch ein schwerer Laser, ne? Hier, nee, hier ist glaube ich S-Small und L-Large. Also da wo du zwei von hast, das sind die schweren und S ist der leichte. Ne, dann ist das S ist schwer und dann hat er ein L und ein M-Laser noch. Ah, okay, hast du, guck mal auf die Reichweiten. Ja, 450, 150 und 270, ja.
Aber du hast fast zwei Large Laser, ne? Also zwei schwere, ja, ja. Oder? Ja. Genau. Rechts, weg. Ah, genau, auf der anderen Seite von mir. Schön angenehm, dass sie so schnell ist. Mhm. Na komm schon. Kommando, gehe ich drauf. Bin recht nah dran. Gehe aber außen rum. Ja. Helikopter von 3 Uhr. Abgeschaltet. Abgeschaltet. Na, schwere Laser machen halt schon Sinn, ne? Ja, ja. Okay, 4 noch. Schaden sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Oh, ich hab schon ein bisschen was genommen, aber geht. Voll in so ein Haus gelaufen, aber war eigentlich gar nicht schlecht. Ich auch. Zum Drehen habe ich es genutzt. Ja, dann können wir weg. 400 Meter. Ja, ich bin glaube ich ganz nah dran. Ja, ich bin hier direkt neben dir, aber du bist halt schneller. Sieh. Lasershow. Mission success, Commander. Time to get out of here. Ja, und dann vor allem auch schön alle Farben dabei, ne? Weil alle Klassen irgendwie. Ja, sicher. Wir sind schon fast Rang 6. Kennen das Spider erbeuten, geil. Nehmen wir halt mit, ne? Mhm. Kriegen wir viele Max jetzt, ne? Mhm. Erst, oh, guck mal, die beiden Medium Laser, geil. Und dann nehmen wir einen Heatsink. Ist doch gar nicht schlecht. KSL Munition. Anstelle vom Heatsink Granat. Mhm. Wo ist er denn? Achso, hier oben, ja. Ja, cool.
Position lief da ganz gut. Reparieren wir die Max direkt hier und springen nach nebenan. Weil leider war jetzt hier nur ein Auftrag. Aber solange das so läuft, geht's ja. Also hier, wir haben jetzt wieder 2,4 Millionen, haben jetzt den Mac noch abgegriffen. Warte mal, hier ist Demolition und Defense, genau. Oh, und hier haben wir sogar... Ach ne, ist Campaign Mission. Muss ja nicht unbedingt sein. Was ist dann jetzt die 5er Schwierigkeit? Da war das aber gerade auch schon. Deswegen hatte mich gewundert, dass wir trotzdem nur die 160 Tonnen hatten. Aber, tja. Ja, vielleicht ist dann auch ein bisschen irgendwie, dass die Gegner bessere Pilotenstufen haben oder sowas. Ja, hier haben wir zwei Missionen, Demolition und Defense, aber beides 13er Schwierigkeit nur. Obwohl wir ja im 5er Gebiet sind. Ja, obwohl manchmal aber auch festgestellt ist, dass das egal, was da steht. Ja. Ich würde mal gerne den Handspeck ausprobieren. Ja, machen wir erst, sind beides 160 Tonnen, machen wir erst Defense. Dann können wir ja gucken, ob wir danach dann... Na geil, ich kann alle Punkte reinstecken, kriegen wir gut Kohle und 10 Beuteanteile. Oder ich nehme den Urban Mac, ist ja Defense, ne? Ja, stimmt. Ja, kannst du auch machen. Dann geben wir hier dem Laser-Typen statt dem Javelin die Crab vielleicht. Ja, na komm, machen wir so. Ja, die Crab ist in der Apparatur noch. Achso, okay. Ja gut, dann warte mal. Javelin? Ja, keine Ahnung. Soll er den Javelin behalten, dann kriegt der Spider-Typ den Enforcer oder was. So. Ja, geil. Eigentlich ist er schon echt ganz geil. Auch schön klein, weißt du, mit seinen Antennen da drauf. Ja, sicher. Wie so ein kleiner Beetle. Ja. Ach so, der hat als Besonderheit, dass der den Tor so 360 Grad drehen kann. Das heißt, du kannst auch vorwärts laufen, nach hinten schießen. Bestimmt ganz geil. Da krieg ich bestimmt dann nicht auf die Kette, auf den Tor. Also wie beim Racen, weißt du, wenn du zurückguckst, hast du schon verkackt. Wir könnten vielleicht bei dem Javelin einen anderen Piloten einsetzen, weil der hat jetzt 5 von 5 Lasern. Bei der nächsten Mission, da können wir den vielleicht einen anderen leveln lassen, weil ich glaube, wir haben noch einen, bevor wir das letzte Mal aufgehört haben, glaube ich, einen anderen Piloten noch gehabt, der so, also relativ gut war, ne? Gepasst hat auch, ja. Vor allem der Typ hier, der hat ja irgendwie 19 als Maximalwert, das ist halt ziemlich blöd. Ach, schön schnell, ne? Das geht voll ab, das Ding. Ja, mit Torso drehen ist halt geil. Und was ist mit dem Cockpit? Sieht cool aus. Ist da irgendwas Geiles drin? Slow, less slow steht hier in der Anzeige. Repair-Zettel ist da drin. Ja, geil. Sonst? Vielleicht da hängen so ein paar Zettel, kann ich aber nicht so sehen. Aber ich meine, das ist so ein... Jetzt sind bei so einem Typ mal... Bei YouTube hatte ich das gesehen. Das ist auch so ein Rare... Urban Mac. Achso, und da ist das dann vielleicht dann so gemacht, ne? Ja, yeah, genau. Ja, 2 von 19 haben wir, wo ist denn der Rest hier? Ja, hier müssen wir aufpassen mit Basis oder Gesundheit, ne? Ja. Okay, hier waren zwei Suchschrauber. Ah, da hinten ist noch einer. Ja, das ist Air Carrier. Aus dem Sichtfeld. Ich hole ihn ein. Ah, ich habe noch keinen Schaden. Hier drüben, wo ich bin, oder auch eigentlich generell drumherum, kann man sich ganz gut wieder so oben drauf stellen. No signal detected. Wenn man STRG drückt und damit der Maus sich bewegt, dann ist das Cockpit fest. Du kannst dich hier im Cockpit umgucken. Okay. STRG, sagst du? Mhm. Jo, geil. Da ist eine Spider. Dieser scheiß Carrier, hast du den schon erledigt, oder? Ja.
Deswegen kommt jetzt wahrscheinlich die neue Welle mit der Spider. Auf der anderen Seite ist ein Kommando. Oh ja, der ist ja direkt hier. Ja. Ich komm gleich. Ja, feine 12, der hinterm Berg, ey. Was soll ich denn dagegen machen? Aber wenn man das in der Außenansicht macht, kann man auch so ein bisschen um den Mac rumgucken. Okay, so haben wir hier mal irgendwas Spannendes. Nee, natürlich nicht. Also gegen sowas wie den Kommando war gerade schon doof, weil halt von den Waffen, der ist halt alles für Nahkampf. Die AK-2 bringen halt nicht so wirklich viel, ne? Eine Spider direkt vor mir. Aber sieht doch ganz gut aus. 7 Ziele noch. Ja. Yeah, ja. Der war geil. So, 14 von 19. Das ist echt geil, der Irmweg, weil er so klein ist. So, könnte jetzt letzte Welle sein. Ist das ja. Das ist doof, dass der so langsam ist. Ja. Spider. Assassin. Da hinten ist noch ein dritter Medium Mech, eine Zikade. Okay, die Welle. Ich mach mal eben den Panzer. Ich hab mal eben kurz so einen Spider weggehauen. Ja, ich meine AK-10. Bist du den irgendwie 3-4 Hits, dann ist der weg. Okay, Assassin ist auch weg. Noch. Ja. Oh, Jimmy.
bestimmt ein Panzer irgendwo rumgeistert. Jo, auf der anderen Seite ein Helikopter. Congratulations, Commander. These people, ja, wir haben es. Ah, wir müssen auch gar nicht zum Dropship, sondern es ist einfach so jetzt geschafft. Ach, das ist sehr gut. Ja. Ding aber ging erst sogar ab, wenn der letzte auch da ist. Ja, ich meine, so eine AK-10 einfach dabei zu haben, ist ja jetzt nicht schlecht, ne? Ja, ja. Also, das war schon nicht schlecht mit dem Vorwärtslaufen, Rückwärtsschießen. Mhm. Das habe ich nämlich gerade gemacht. Ja, schon noch nicht ganz. Eine Assassin. Jo, geil. Nehmen wir doch. Jo. Dann haben wir noch zwei Pfeile. Nein, nehmen wir einfach nach Wert hier. Nee, nehmen wir die zwei M-Laser. Ja. Ja, geil. Das hat sich doch mal gut gelohnt. So, hast auch kaum Schäden mit dem Urban Mac. Geil. Ah, der Javelin hat ein bisschen was gefressen. Aber egal. Hm. Ist aber nichts kaputt, glaube ich, ne? Nee, ich meine auch nicht, wo ist er denn hier? Ah, doch. Ein Medium Laser ist kaputt. Okay. Ein Torso, obwohl der Torso ja noch dran war, aber hat er halt. So, kriegt er den wieder. Zack. Ja, dann reparieren wir einfach. Und mal, wobei, das ist ein Demolition Contract hier. So kann ich hier jetzt nirgendwo Repair anklicken. Was schon ist fertig schon, hab. Ist schon, ja. Sollen wir denn hier die Demolition-Mission noch machen, oder? Warte mal, guck mal, wir haben noch genug Max, die können wir doch direkt so machen auch. Ich wollte gerade sagen. Jo, dann. Warte, ich muss erst unsere Farben vergeben. Okay, wieder 160 Tonnen. So, Crab, Centurion, Hunchback, alles ready. Wolltest du den Hunchback jetzt nehmen? Jo. Dann nehme ich mal die Crab. Ja, der Enforcer-Typ kriegt dann den Centurion und den Javelin kann ich, der kriegt die Spider. Ah ne, geht nicht. 20 Tonnen zu viel. Mit dem Centurion geht das nicht, ne? Ja. Dann kriegt er jetzt halt den Locust, dafür haben wir ihn ja. Boah. Achso, und hier bei dem Spider-Piloten tauschen wir den mal aus gegen. Hier, der geht zumindest bis 25. Oder soll ich mal die Spider nehmen? Ist halt arschschnell, ne? Und hat halt noch die Sprungdüsen, also kann ganz, ganz gut mit abgehen. Aber ja, mit dem Ding machst du halt nix. Ich probiere erstmal einen Handschlag aus. Ja. Muss gucken, ich glaube, der hat extra Turnmunition gekriegt, aber allzu viel dürfte der trotzdem nicht haben. Ist das eine normale AK oder eine BF? AK-20 BF. Sehr gut. Also die M-Laser und so, dann ist ja alles die gleiche Reichweite, ne? Ja, ich meine schon. Oh, das ist aber fett auf die Schnauze, wenn er ankommt. M-Laser 216 Meter, ist das nicht ein bisschen wenig? Keine Ahnung, was vielleicht nur so ein Kack-M-Laser ist. Meiner ist 270 Meter hier. Spider hat ja ein geiles Cockpit. Junge! nicht Spider, die Crab hat ein geiles Cockpit, also das ist ja schon cool mit der Sicht. Wie so eine Motorhaube halt, ne? Ja, ja genau, das ist eigentlich echt geil. Laufen wir eigentlich richtig? Ja, wir müssen einfach in diesen zu diesem Mittelpunkt da. Und wir müssen alles kaputt machen, ne? Okay, beide Laser auf der 1, dann mache ich mal das Cycle. Kannst ja umstellen. Ja, eben. Boah, das ich ist bin geil da eh so mit der Motorhaube hier. Also, wäre wahrscheinlich ein Mac mit einer weiterschießenden AK geiler gewesen. Dann könnte man von der Entfernungsmaschine Gebäude kaputt machen. Ja, ich sag, mit AK-10 ist halt das Problem, der hat halt sonst nichts an Waffenaufhängung. Das heißt, wenn der eine AK-10 kriegt, dann kannst du dem trotzdem nicht viel anderes mehr geben, weißt du? Mhm.
Aber es gibt eine Hunchback-Variante, die hat eh eine AK-10. Und der hat nämlich mehr Medium-Laser-Aufhängung. Ja, dann mal durch da, ne? Mach mal alles kaputt mit der AK. Jetzt auch mal einmal durch. Oh, die AK-20 ist so geil, das Ding. Ja, klar. Ballert das auch sogar wie Maschinengewehr. Ja, das ist halt mit der BF, ne? Ja. Und da ist halt wirklich, also da wo der hinschießt, da wächst auch kein Gras mehr, ne? Viele Panzer hier. Ja, hier ist ein kleiner Mech. 31% nur noch. So, Fahrzeuge sind alle weg. Oh, ich habe noch 6 Schuss nur noch mit der AK. Ah, wir haben es auch gleich. Prozent. Geht das hitzetechnisch bei dem? Weil dann könnte man einen Mietzink rausschmeißen. Ja, dann Mietzink noch raus und Tonne Munition mehr, wenn der Mietzink noch hat. Okay, dann mal weg hier. Das ist geil, das Ding, ey. Hier. Ah, Junge. Ja, das hat echt Tonne Munition noch mehr, ne? Ich könnte sogar vielleicht sein, dass noch ein bisschen was nicht schlecht wäre. Nur ein Mech. Eigentlich müssten wir den platt machen. Ich habe ihn getroffen, aber ich habe keine Munition mehr. Ja, also echt umbauen, mehr rein. Mhm, das kann ich ja machen, glaube ich, ne? Ja, ja. Und Stufe 6. Genau, auf der Sternenkarte, wo ich vorher gucken kann. Okay, genau, passt genau rein. Haben nur 6 Anteile, aber der passt. Nehmen wir den doch. Naja, alle Fahrzeuge im Sack gemacht. Hier gibt's keine Mission mehr, deswegen können wir eh einmal. Ich spring einmal zum Dings, dann kannst du da Mech umbauen und so. Weil es nur ein Sprung, 50.000. Zum Industrial Hub meinst du? Ja. Ja. Machst du eine Mission oder? Nee, nee. Ein Blackjack als Rare Mech gibt es hier. Aber der hat nichts Besonderes. Der ist einfach nur in super Zustand. Panther kann man kaufen. Spider Jenner. Ja, brauchen wir alles nicht. Oh, der hat schon 2 AK-20 Munition.
Ja, aber es sind ja nur ein paar Schuss. Deswegen schmeiß Heatsink raus und gut ist. Kann ich nicht, ich habe keine Munition. Achso, warte mal, dann kaufe ich welche. Market, Equipment, AK-20, ne? Mhm. Und halbe, wenn geht. 20 Munition. Jo, alles klar. Das ist geil, weil dann schmeiß ich den Flammer auch raus. Mhm. Na geil, mach ich mir mal gleich den Assassin fertig, spiele ich den mal. Ich vertick eine erbeutete Spider, ne? Mhm. Einen Urban Mac auch. So, weil wir haben nämlich jetzt schon sogar im Cold Storage einen Mac drin, den wir dann noch verticken könnten. Ja. Vier Munitionspacks hat er jetzt, der hat keine Flammenwerfer mehr, der hat drei Wärmetauscher noch. Ja. Oh, ist geil. So, dann bauen wir hier mal einen. Willst du die Crab so lassen? Ja, meinst du wegen Hitze? Frage ist nur, was daran dann anders machen, ne? Kann ich mal gucken. Aber da musst du den nochmal freigeben. Ach, der kann ich selber. Ja, ja, ich bin jetzt gerade hier bei dem Assassin. Ich guck mal. Hatten wir den bei mir nicht mit 3M-Lasern? Okay, KSF4 geht hier sogar, aber hab nur so ein Schrottding, was es hier gibt. Müssen wir gleich mal auf jeden Fall erbeuten. Also zwei schwere Laser, einen mittleren Laser. Der hat jetzt 8 Wärmetauscher, aber keinen kleinen Laser mehr. Naja, gut. Aber dann kann er vielleicht mit den Hauptwaffen ständig schießen. Okay, Crap habe ich jetzt auch noch nicht repariert, musst du da noch machen. Ja. Na, da bin ich ja gerade drin. Ja. Na ja. Gut. Guck mal noch nach Piloten hier. Nichts Vernünftiges, dann springen wir wieder. 5,8 Millionen ist natürlich schon mal ganz geil. Ja, geht gut, ne? Ja, also 5er Gebiet vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir können auch schon zu einem 6er, das ist aber ein ganzes Stück weiter links. Machen wir erstmal nochmal mit 5er weiter, oder? Ja. Schade, dass ich mir diesen Ramac nicht angucken kann. Ja, hier sind drei Demolition Contracts, wo wir jetzt sind. Können wir mal alles kaputt machen, also. Jo. Wir haben auch 3 Sterne MI-Laser, ne? Ich habe einen 3-Sterne Puls auf den in den Assassin gepackt, weil der hat quasi nur den Laser und 2 LSR5, aber ist halt sau schnell. Also ich sage ja, der wird hier in dem Spiel nicht viel reißen, aber naja. So, dreimal Demolition, alles 13er Schwierigkeit. Einmal geht's gegen Davion, ansonsten immer für Davion. Ist eigentlich ja
Alles egal. Hä, wieso steht denn hier? Dauert 6 Tage, dauert 22 Tage. Dann machen wir erstmal die kurzen. Stecken hier alles rein, was geht. Okay, mehr geht gar nicht. Also wir haben mehr Punkte als die, die man da reinstecken kann. Das ist natürlich ein bisschen doof. Also sollen wir demnächst noch eine Javelin zum Kaufen oder zum Looten kriegen, dann sollten wir die nehmen. Ja, jetzt auch hier wieder umstellen. Auf den. Ja. So, sollen wir mal so zocken, also mit dem, mit Crab und Dings, ja, ne? Mhm. Das war genau auf 160 Tonnen. Und Demolition. Also warte mal, nee, mach mal abbrechen. Mach mal abbrechen. Tausch mal den Piloten bei dem Javelin aus. Gib den dem 5er, also diesen 5 und 5 Lasertypen. Ja, wo ist er? Hier. Genau. Dann trifft er auch. Genau. Also die Laserwertung ist genauso wie bei uns beiden. Naja, ist so. Halt echt schade dann, dass der da nicht weiter leveln kann, ne? Mhm. Ja, waffentechnisch ist er durch, ne? So. Jo, wieder genau in der Mitte in so einem Ding da drin. Weil wir sind schon direkt Gegner. Das Ding ist ja so geil. 78 Schuss scheiße. Ja, gut. Dann geht's ja, aber ich wollte schon sagen, wenn du auch so eine Scheiße natürlich auch die AK ballerst auf so einen blöden Hubschrauber da, dann ist klar, dass Munition reicht. Ja, wo häng ich denn jetzt hier fest? Ein Stein, geil. Hier ist ein Mac. Den kannst du schön kaputt machen mit der AK. Los, gib ihm. Alles rot. So. 68 Schuss noch. Ja, das sollte ja wohl echt ganz gut gehen. Aber wir müssen mal irgendwie Base, PPK. Ne? Oh, ein dicker Panzer. Weil diese Base ist gut, sieht aus, als würden wir so eine Stadt hier demolieren, ne? Mhm. Heißt bestimmt hier Piratenschutzpunkt und so. Natürlich. Kann ja gar nicht anders sein. Achso, alles im Arsch machen wir, ne? Ja, ja. Bin dabei. Ja, ich auch. Das geht ja auch ganz gut hier. Jo, haben's fast. Jo, jo dann. Weg, ne? Also der könnte bessere Laser vertragen, muss ich sagen, weil die sind, die Reichweite ist halt nicht so geil. Oh, hier ist ein Mac. Diese Steine hier sind ja, ist ja Endgegner quasi.
Aber die Mission war natürlich jetzt auch echt relativ kurz, weil sonst könnte man ja denken, hast du vielleicht schon ein bisschen viel Muni. Aber ist, glaube ich, gar nicht schlecht, weil immerhin, der macht halt alles mit der AK-20, ne? Mhm. Ja. Ich habe mich gerade noch mit einem Spider, glaube ich, gekloppt. Ja, ja, stimmt. Oh, diesmal kein Mech als Beute. PPK. Ja. Aber gar nicht. Tja. Einmal die LSR für Wert einfach nur. Ja. No, kaum Schäden. Wir können direkt noch die nächste Mission machen ohne Reparatur. Also ja, mit anderen Mechs. Ja. So, nochmal Demolition. Zack, zack, alles verteilt. Bam, los geht's. So, aber Centurion, Blackjack oder Enforcer? Kann ich den Blackjack mal nehmen? Ja. Musste nur, genau. Ich mal den Enforcer. So, jetzt ist das Problem. Ja, okay, den Urban Mac können wir dem geben, aber. Ja, sind wir leider 5 Tonnen drüber. Der Urban Mac ist halt arschlangsam, aber ist egal. Schießt der halt immer von hinten, ne? Kriegt da keinen Schaden. Ja. Enforcer. Ja. Also Large Laser, leichter Laser und ein AK-10. Ja. Also dagegen ist ja ein Jenner echt voll Premium gewaffnet, ne? Naja, ich meine, AK-10 ist jetzt nicht schlecht und Large Laser ja auch nicht. Aber 5 Waffen gegen 3 Waffensysteme? Naja. Ist halt anfälliger, ne? Vor allem bei so wenigen. Ja, dafür dann aber auch wieder schneller, also... So, Enforcer, hundertprozentig glücklich bin ich mit dem auch nicht. Normalerweise kann der ja springen und das ist dann gar nicht so verkehrt im Brettspiel, wenn der einfach, weil der schießt einfach immer alles und springt durch die Gegend und wird nicht so gut getroffen. Das ist so die Idee. Aber, ja, so richtig geil ist das halt nicht. Mhm. Aber Cockpit sieht ganz cool aus, fast wie so ein TIE Fighter. Das ist ganz geil. Okay. Aber da hätte ich auch mal Bock drauf. Einfach so ein. Warum können die nicht einfach mal so ein altes Spiel nochmal richtig schick neu machen? Also ohne dieses ganze Gebla. Einfach. Ja, so wie jetzt Command & Conquer. Also ich glaube, ich muss mir halt echt einfach kaufen und zocken. Ohne irgendwie Videos zu gucken. Ich muss halt einfach eh spielen. Ja. Weil ich ein bisschen geiler auf Generals wäre in geil. Oh, allerdings bin ich auch besser. Enforcer hier wäre geiler, wenn er anstelle von dem schweren Laser hätte AK-10 und zum Beispiel 3 Medium oder so. Wäre, glaube ich, viel effektiver. Okay. Okay, ich mache mal auch hier ein bisschen Schaden, weil schon ganz gut was eingesteckt. Geil, der hat hier gerade richtig, als ich durch so ein Gebäude gelaufen bin, vorne die Arme so zum Schutz zusammengenommen. Hm. Das ist mir noch nie aufgefallen vorher.
So, wie sieht's aus? 33%. Mein Gott, ne. Da ballerst du dich aber auch tot mit dem AK-2, ne? Mission complete, Commander. Okay, wir haben's. I expect our employer to be very satisfied with this result. Head to the Evo point for extraction. Der läuft mir genau in die Arme. Ja, ich bin sogar noch hinter dir, weil das in der Basis hat. Ist noch ein Mac. Wobei, wenn es nur die zwei sind. What? Hat das kaputt gemacht? Mhm. Ich bin ja so hier der Machine Gun Kelly, glaube ich. Komm. So, auf geht's. Noch ein bisschen extra, glaube ich, gekriegt, ne? Ne, ich glaube, hier zählt das nicht, weil das halt Demolition ist. Also ich habe auch schon geguckt, aber da oben keine Kohle angezeigt. Schade, wäre eigentlich diesmal ja geil gewesen mit den zwei extra Kills, aber naja. Ja. Ja, da ist noch ein Mac, aber egal. Ist direkt neben mir. Naja, ich bin aber jetzt schon mal drauf. Ah, die gehen jetzt auf den Orben Mac. Ja, diesmal auch durchaus ein bisschen Schaden hier gekriegt alle, aber... Aber bei diesen Destruction-Dingern, da ist viel mit so Fahrzeugen, ne? Ja. Also da brauchst du auch 4 M-Laser, damit du so ein Ding direkt weg hast. Ja, das ist halt echt immer das Ding. Das ist dann das Problem bei wirklich sowas da wie AK-20, wo du dann denkst so, schieße ich die jetzt echt hier auf das kleine Ding, dann ist wieder ne, Munition weg, aber... Ach, das Problem habe ich nicht, also so denke ich gar nicht. Oh, Gegner, geil. Na gut. So. Das war auf jeden Fall ganz cool. Schäden gehen ja echt noch. Irgendwo ist was abgefallen. Beim Urban Mac sehe ich das nicht richtig, ob der Urban Mac ist aber gut, weil der hat fast den Arm verloren, wo die Waffe dran ist, ne? Ja, also ist doch noch genau dran da der Strich, ne? Mhm. Ja, ist doch geil. Okay. Sollen wir den letzten Contract hier noch machen? Weil, wobei. Nur mit dem Centurion, meinst du? Ach ne, das Assassin haben wir auch noch. Ja, aber es sind halt nur zwei Macs, ne? Sind 90 Tonnen dann. Müssten wir zwei zumindest, warte mal, der ist auch 160 Tonnen. Könnten wir einen Mac reparieren? Die Crab können wir nochmal machen, die ist nur ein bisschen grün.
Ja, dann reparieren wir die Crab, warten auf die, dauert auch nur 3 Tage. So, und dann machen wir die Mission mit den 3 Mechs. Okay, da kann ich jetzt nicht so viele Punkte reinstecken, weil da diesmal für Piraten ist. Aber egal, ist halt auch wieder Demolition. Dann schmeißen wir einen Piloten raus. Also nicht den. Mal den Shaver, der kann ja ein bisschen weiter leveln, ne? Willst du die Crab nehmen oder ne, Centurion? Ja, dann haben wir 160 Tonnen, ist so okay. Können wir gleich nochmal schauen, also weiß ja nicht, wie lange wir jetzt noch machen wollen. Nochmal gucken, dem Centurion vielleicht eine bessere AK geben. Ja, dann lass doch vielleicht nach der Mission wieder in so ein Industrial Hub springen, die Max nochmal soweit fertig machen, ein bisschen umbauen. Und dann machen wir mal Ende und im nächsten Video dann gehen wir ins 6er-Gebiet oder was, weil das 5er, finde ich, ist jetzt auch nicht wirklich schwieriger und auch von der Tonnage nicht als das 4er. Ja, wir bringen aber schon das Setup mit, ne? Also wir sind ja jetzt eher so, dass wir zu viel Tonnage haben, was wir einsetzen können. Ja, als deswegen müssen wir eigentlich mal die 6er angehen. Ja, mit 2 Spielern geht halt eigentlich eh, ne? Ja, finde ich auch. Okay. Ein Punkt. Ah, geil. Genauso schnell wie ein Jenner, das Ding hier. Echt? Jo. Was? Und vom Cockpit auch cool. Oben komplett offen quasi. Okay, was müssen wir hier eigentlich machen? Achso, ja, in der Mitte alles kaputt machen. Ja, ich habe halt hier echt eher die Support-Funktion, weil ich habe nur 2 LSR-5 Streak und einen Pulse-Laser. Aber die Streaks kommen 875 Meter weit. Was? Was denn? Dieser kleine Kackmech hat 2 LSR-5. Ja, ja, es ist so eine Variante von dem. Ist auch ziemlich cool eigentlich. Oh, krieg hier aber gerade gut einen rein. Ja, mich mal. Weil hier auch alles relativ offen ist. Kannst du diesen Mech da hinten wegmachen? Jawohl. Was? Was hat denn schon wieder? Aber wir müssen auch da reingehen, hier ein bisschen Demolition, ne? Hinter mir ist ein Mech gespawnt, glaube ich. Okay, ich gehe rein. Das sieht der Centurion ist schon ziemlich gefickt. Der Schildarm ist weg. Die schießt mir mit 4 Dingern in den Rücken. Einiges an Fahrzeugen wieder, ne? Jo.
44%. Boah, ich bin rot im Center Torso, also offen und rot. Mhm. Erledigt. Ja, oder nimmt es viel weg. Muss mich jetzt nicht nur abknallen. Ich renn mal. Da ist zwar noch nichts abgefallen an dem Mech, aber Bein offen und dunkelorange und ja, Center halt komplett im Sack eigentlich. Ja. War schon nicht ohne jetzt. Aber man muss ja auch sagen, hier, das ist halt dann beim Assassin. Der, ich meine, klar, mittlerer Mech und 40 Tonnen, aber der macht halt nicht so viel, ne? Ja, aber wir haben jetzt auch nicht gegen, keine Ahnung, Atlas gespielt, ne? Naja. Aber guck mal, der Shaver in der Crab, dem geht's noch gut. Ja, aber das war schon, also das ist das, was wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, was wir auch im ersten Video gesagt haben. Je nachdem, wie dann da so die Begebenheiten sind. Hier war das jetzt so, dass echt in dem Kessel auf einmal alle Fahrzeuge da zusammen sind, alles relativ offen. Da kriegt man auch schon gut auf die Schnauze. Ja, und zwei dicke Panzer waren da drin, ne? Manticore heißen, glaube ich. Ja. So, hier, guck mal, ein 2er im Laser, 2er LSR-10, ist natürlich ganz coole Beute. Wir haben eben 6 Punkte. Ja, da haben wir ja, und Wärmetauscher, ne? Ja. Ja, genau, passt doch. Aber gut, der Schildarm ist nur weg, keine Waffe beschädigt. Ja, das ist echt ideal eigentlich. Ja gut, dann springen wir mal zum Industrial Hub, reparieren und modifizieren ein bisschen. Was wolltest du ändern am Zeturion? Ob wir eine bessere AK-5 haben. Achso, ja. Aber gucke ich mal eben an. Ja, ansonsten kann man vielleicht ja da eine kaufen. Mhm. Ja, ich guck mal eben kurz rein. Achso, da bei Blackjack ist, ne? 2er AK-10, eine AK-5BF mit einem Punkt gibt es zu kaufen hier. Ich habe sogar eine mit 2. Ja, dann die rein. Ja, 2 sogar mit 2. Boah, krass, eine Panzerplatte war nur noch an dem Waffenarm. Gibt's denn da irgendwie bessere M-Laser? Man kann hier einen Javelin kaufen, aber den N, also der hat 2 KSR6 standardmäßig. Und 2 M-Laser oder was, oder? Nee, nur 2 KSR6. Okay. Ist auch geil. Naja. So, zu kaufen gibt's hier nur einen M-Laser mit einem Punkt, aber da sollten wir ja eigentlich, ja, da haben wir ja welchen mit 2 Punkten schon. Mhm. Die stehen hier auch mit Max Range 425 Metern, also sogar eigentlich ziemlich geil. Also ich habe dem Centurion jetzt eine 2er AK-5BF gegeben und 2 2er M-Laser. Eine KSR-6 mit 2 habe ich nicht gesehen. Aber wo nicht? Na, ich guck nochmal beim Market. Ne, da gibt es eine mit einem Punkt nur zu kaufen. Okay. Wahrscheinlich fällt die AK-5 beim nächsten direkt wieder ab. Mhm. Okay, aber ansonsten so, also Mech-Lanzen sehen ja jetzt gar nicht so schlecht aus. Klar, man könnte jetzt den Javelin N kaufen, man könnte auch einen Panther kaufen, gibt es hier auch für 35 Tonnen. Sieht ja aber ansonsten gar nicht so schlecht aus, finde ich, was wir hier haben. Oder halt, was es hier auch gibt, diesen Rare Blackjack für 2,6 Millionen, das ist ziemlich billig eigentlich. Ist nur 300.000 mehr als ein normaler Jenner, den man hier kaufen kann. Was hat er denn an Bewaffnung? So wie unser, also ganz normal. 2 AK-2 und 4 Medium Laser. Alles Standard quasi. Ist halt nur komplett schon repariert. Also der ist komplett einsatzbereit so. Und den Javelin, ach so, mit den Raketen halt, ne? Ja.
kostet 1,7 oder wir holen den Blackjack und den Javelin geht auch. Würde dann ich haben machen. Wir haben wir 12 Max. Machen wir das. Machen wir den Hero und den Javelin. So. Willst du den Javelin umbauen? Also mit irgendwie mal gucken und Zeug? Ja, ich guck mal. Ja, dann gucke ich mal auf den Blackjack und werde den mal verändern, weil die Jump Jets braucht ja keiner. Ja. So, machen wir den nämlich genauso wie den anderen. Reichen also, zwei Wärmetauscher? Ja, klar. Also der hat eh immer mal was mit Hitze, aber das ist halt nur ein kleiner Mech. Das ist so Hit-and-Run-mäßig. Also der soll eh immer rein die KSR schießen, dann wieder raus, dann wieder rein. So halt. Deswegen... Dem würde ich nicht allzu viel Wärmetauscher geben. Nur gucken, wie viel Munition hat er? 2 Tonnen wahrscheinlich nur, ne? Jetzt 4. Ja, 4 könnte schon viel sein. Aber keine Ahnung. Der wird ja eh wahrscheinlich für KI immer sein. Gibt's da eine KSR6 mit 0 Punkten oder so? Auf dem Markt, warte. Ja, ne, Markt. Equipment. Nee, mit einem Punkt. Man könnte dem auch zwei LSR10 geben. Also nur von dem Slot her. Ja, aber LSR10 liegt, glaube ich, mehr, ne? 5 Tonnen, 3 Tonnen. Ja, passt nicht. Es gibt bei dem hier Strategiespiel eine Variante mit einer LSR15. Also der hat dann nur eine LSR15. Aber ist doch egal, das hat doch ich mit den KSR machen, weil dann haben wir einen so einen Idioten, der da vorne rumrennt und schön immer alles da reinballert. Ist doch gar nicht schlecht. Jo, ansonsten, Kohle seht ihr ja, ist soweit okay. Max sind wir jetzt super geil ausgestattet. Also für die Gewichtsklasse wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mittlere Mechs und ja, dementsprechend dann 5 leichte. Ist ja gar nicht schlecht. Ich denke, damit sind wir auf jeden Fall ganz gut gerüstet, hier um mal hier in dieses 6er Gebiet zu gehen. Oh geil, hier heißt Planet Amiga. Da könnte man also in dieses 6er Gebiet gehen und dann auch hier nach Amiga. Das ist nämlich dann neuer Industrial Hub. Hier in der Nähe ist ein Hero Mac zu verkaufen, aber sind halt auch wieder 2 Sprünge und dafür haben wir jetzt keine Kohle mehr. Alles egal, da kommen auch noch geilere. Und ich denke deswegen, beim nächsten Mal geht's hier rüber. Und ja, und schauen wir mal, wie da die Schwierigkeit ist. Ob wir dann wirklich mal eine komplette mittlere Lanze einsetzen können. Und tja, dann würde ich sagen, sind wir für heute mal raus, wa? Jo, hat wieder Spaß gemacht. Ja, schönen Dank und am Dienstag fleißig einschalten. Ich glaube 20 Uhr fängt der Stream dann an bei F1 Online Liga Rennen in Barcelona. Schön mit dem Porsche GT3, mal gucken, wie weit wir da kommen. Na geil, nimmst du ansonsten parallel auch wieder auf oder? Genau, ich streame dann auch. Das ist ja der Plan. Geil. Ja, dann gucken wir mal, dass das Video hier noch schnell am besten dann morgen rausgeht, ne? Damit man übermorgen bei Money zugucken kann. Genau. Gut. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal, ne? Jo, tschüss.